Das sehe ich. Ich habe auch nie gesagt... Irgendwo in dieser Sequenz müssten Sie eine Verbindung zur anderen Seite herstellen. Was Sie da haben, Fräulein, ist der Kontaktcode für die Combine-Überwelt. Oh Gott. Also, wenn ich mich nicht irre und ich wüsste nicht warum, dann haben Sie den Code, den Dr. Mossmann bekommen wollte. Wie schnell können Sie hier sein? Wir müssen uns erstmal orientieren, aber ich denke... Die Zeit drängt! Wir müssen den Start vorziehen. Sobald Sie mit den Signaturdaten hier sind, kodieren wir den Satelliten und schießen das Ding ins All. So schnell wie möglich her. Dad, du brichst ab. Bitte kommen. Dad, hörst du mich? Dad! Nein. Kompatibilität von außen. Sie verfolgen uns immer noch. Wir müssen weiter. Passive Signatur. Einschränkungen für untere Level in Kraft setzen. Komm, hier entlang. Was haben. Mit Munwälte aufbrechen für Objekte. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin verabreicht. Oh, Morphium. Oh. Oh, das hat sich schon wieder. Diese Gebäude sehen aus, als hätte man sie noch vor kurzem genutzt. Finden wir einen Weg dorthin. Ich kenne den Weg. Super, das hat funktioniert. Ich kann immer darauf bauen, dass du einen Ausweg findest. Wir müssen nach White Forest. Dr. Magison hat eine alte Rakete in White Forest. Damit würde er gerne einen Satelliten starten, um auf das alte Array von Black Mesa zuzugreifen. Aber als die Combine noch unversehrt waren, war an einen Start nicht zu denken. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Satelliten das Portal ausschalten, aber ich schätze, wir finden es raus, wenn wir da sind. Was war das? Hast du das gehört? Nein. Wir wollen das nicht gehört haben. Hopp. Psst, leise. Wir sind nicht allein. Da. Seht die Knarre, ich bleib an ihr dran. Hey, kannst du herausfinden, wie wir das Tor hier öffnen? Sind überall Kabel. Müsste ja eigentlich wieder irgendwas mit dem Kabel, glaube ich, zu tun haben. Seit wann muss ich die Aktionstaste drücken? Da. Vorsicht da oben! Ich halte hier unten die Stellung. Ich will mir jetzt da drin umschauen.
Boden, irgendwas schnüffelt da draußen rum. Alex Vance, welch Leid geschah. Ah, Dr. Freeman, ich bin erfreut, dass zumindest er unverletzt ist. Aber Alex Vance, ihr Zustand ist kritisch. Sie zu heilen erfordert mehr, als ich allein vermag. Ich will die Meinen rufen. Wir treffen die Meinen in einem Versteck unter der Erde. Bringen wir sie schnell dorthin. Ich will sie stabilisieren, wenn Dr. Freeman uns Schutz bietet. Ist eine Knarre für mich? Eilen wir, Freeman. Hilfe erwartet uns in den Minen. Eine ist geboten. Der Atem ist schwach. Vielleicht kann Dr. Freeman diesen Fahrstuhl reparieren. Mit Vorsicht, Freeman! Mann, wenn Doc das wüsste, der wäre nicht sehr zufrieden mit mir. Was war das überhaupt für ein Vieh?